Im Interview mit der Funke-Mengruppe bestätigte Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Rückkehr von Matthias Sammer als Berater zum BVB sowie Ernennung eines neuen Leiters der Lizenzspielerabteilung. Nicht einzigen Umbrüche, wie der 58-Jährige verriet. Im April werde man Trainerfrage klären, wobei Peter Stöger erster Ansprechpartner bleibe, so Watzke. Ein wichtigster Punkt müsse dann aber auch hinterfragt werden. Die Dortmunder müssten sich der Frage stellen, ist unsere Mannschaft erfahren genug, erklärt Watzke gegenüber Reviersport. Obwohl ein längerer Justierungsprozess bevorstehe, müsse man auch im nächsten Jahr international liefern. Das kann man nicht nur mit 18- und 19-Jährigen. Vor allem dem hohen Druck vor 81.000 Zuschauern in Dortmund sei nicht jeder Youngster gewachsen. Es gibt Spieler, sich anderswo in einem kleineren Verein mit 30.000 Zuschauern wohler fühlen und dort besser spielen. Die Stadt Dortmund lebt Zen-Verein 7 Tage Woche, 24 Stunden am Tag. Das schafft nicht jeder Spieler, keine Dogmen. Bei der Ablöse für den Umbruch im Kader hat Watzke zudem ein klares Ziel vor Augen: Wir müssen insgesamt eine bessere Balance zwischen druckresistenten, physischen und kreativen, explosiven Spielern finden. Und wir müssen intensiv an der Hierarchie innerhalb des Kaders arbeiten, um das zu erreichen, gäbe es keine Dogmen bei den Ablösesummen, man wolle aber weiterhin sinnvoll investieren. Wenn einer glaubt, dass wir Robert Lewandowski zurückholen, wird das nicht funktionieren. Auch Thomas Tuchel wird wohl nie zum BVB zurückkehren, zu groß waren Nebengeräusche bei der Trennung vom Trainer des Pokalsiegs 2017. Ich habe mit dem Thema längst abgeschlossen. Ich habe meinen inneren Frieden gefunden, kommentiert Watzke das Thema knapp. Führt aber weiter aus: Wenn er irgendwann außerhalb von Borussia Dortmund seinen zweiten Titel gewinnt, freue ich mich wirklich für ihn. Und irgendwann, davon bin ich auch überzeugt, werden Thomas Tuchel und ich wieder miteinander sprechen.